Die Weltjugendfestspiele 1973, haben Sie kurz vorher schon mal angesprochen. Sie sind Zeitzeuge, Sie haben es erlebt. Was hatten Sie damals für ein Gefühl, als Sie sich jetzt die. Oh, da rütteln Sie an meinem Herzfett. Ich wollte raus aus diesem totalen Verbot, weil ich ja auch davon ausging, dass die DDR auf jeden Fall viel, viel, viel länger hält als ich. Denn ich war ja nie besonders erfolgreich als Prophet. Also wollte ich, ist doch klar, aus dieser sehr engen Kiste raus, ohne mich zu verleugnen, versteht sich. Und dann habe ich damals ein Lied geschrieben über Che Guevara, in Anlehnung an das berühmte Lied von Carlos Puebla in Kuba. Ich habe das Lied aber im allerbesten Sinne verfälscht. Es wurde ein sehr deutsches und sehr politisches Lied, aber es war Che Guevara. Und Che Guevara war ja nun der romantische Genosse aus der Karibik, der ja auch dem DDR-Regime gelegentlich wohlgesonnen und freundschaftlich verbunden sich angedient hat. Und ich wollte mit diesem, wie ich das unheimlich schlau fand, Trick, sie zwingen, mich wieder singen zu lassen. Das Lied von Che Guevara, habe das offiziell eingereicht. Na, die haben ja was gehustet, ne? Und, na, das ist schon falsch, was ich sage. Die haben mir nicht mal was gehustet. Die haben gar nichts gemacht. Husten wäre schon viel zu gesprächig gewesen. Es war absolut das, was Hölderlin nennt, kalte, stumme Zwietracht. Aber an einem besonders schönen Abend, als Myriam Makeba, die große afrikanische Sängerin da, mit der ich mich übrigens heimlich getroffen habe, zur Nichtfreude meiner Genossen, ne? Fällt mir jetzt wieder ein. Also, ich ging also mit einem etwas komischen Hut, den ich sonst nie getragen habe. Der hatte einen etwas breiteren Rand, was so der Spießer einen Künstlerhut nennt. Lächerlich im Grunde. Ging ich mit saurer Miene und beklommenem Herzen spazieren im Getümmel der jungen FDJler, die dort Bockwurst fraßen und sich knutschten und sangen und genossen, dass sie als Genossen so schön genießen können. Und landete auf dem Alexanderplatz bei der Weltzeituhr und irgendwelche Blauhemden verwechselten mich mit Biermann, dem ich so ähnlich sehe, und quatschten mich an und zogen mich in ein Gespräch. Und das wurde ganz schnell ein Kreis. Erst so, wie das so ist. 5 Leute, 10 Leute, 20 Leute, 30 Leute, 40 Leute. Ein Pulk! Und ich habe in meinen Stasi-Akten, die ich bei der Gaukbehörde schon gleich nach dem Zusammenbruch lesen durfte, den Spitzelbericht von meinem Leibspitzel, der natürlich bei mir war, den ich aber nicht erkannt habe, nicht gemerkt habe, der mit mir im Pulk stand und der sich darüber beklagte, dass ich dort sage und schreibe 1,5 Stunden ungestört mein Gift, meine Hetze, meine falschen Ansichten verbreiten konnte. Ich habe dort sogar ohne Gitarre freihändig das Che Guevara-Lied den Leuten vorgesungen. Und was war das Komische? Es standen so viele echte FDJler um mich rum, von überall her, aus der DDR, aus dem Ausland, was weiß ich, dass die Stasi, die mal wieder gepennt hatte, oder irgendwo anders gerade in vorderster Front den Klassenfeind bekämpfte, die kamen zu spät. Und die kamen nicht ran wie in einer Komödie.
Die sprangen immer hinten hoch und wollten immer da rein. Und die Leute waren so eng, dass sie wie ein Schutzgürtel um mich rum war. Nur in der Mitte ich mit meinem Leibspitzel. Ist das nicht eine komische Szene? Ja? Klingt wie ein Film. Und das beschreibt er in den Akten. Wunderbar. Naja, so habe ich diese Festspiele erlebt.